Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem Update-Video von meinen 10 Produkten, die ich dieses Jahr aufbrauchen möchte oder wollte, so gut es geht. Es sind noch 3 Produkte übrig, es ist keins leer gegangen seit dem letzten Mal. Aber ich wollte euch auch noch schon mal die Sachen zeigen, die ich nächstes Jahr aufbrauchen werde. Und bei 3 Sachen dürft ihr sogar mitentscheiden, was ich davon aufbrauchen werde. Ich würde erstmal sagen, ich zeige euch jetzt erstmal ein Update von den 3 Produkten, die noch da sind. Da habe ich ja einmal den Essie-Nagellack, den habe ich wirklich immer noch nicht benutzt. Genau. Leider. Ich glaube, ich habe den nur ein, zwei Mal benutzt dieses Jahr. Ja, ich bin immer noch leicht verschnupft. Dann das Lip Peeling, was momentan sehr oft im Einsatz kommt. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied zum letzten Mal sieht, aber das könnte sogar sein, dass ich das dieses Jahr nochmal leer bekomme. Ihr werdet das nächsten Monat definitiv nochmal sehen, die 3 Sachen zum letzten Mal. So Ende Dezember werde ich das dann machen. Und dann zeige ich euch dann auch, für welche Sachen ihr euch entschieden habt, welche ich aufbrauchen soll. Genau, und meine Palette ist sehr, sehr gut aufgebraucht. Also ich knicke den Deckel jetzt mal. Es sind noch 4 Farben übrig. Ich komme ein bisschen näher. Also die ist leer, die ist leer. Die ist leer und die ist leer. Genau. Und hier unten die 2 sind auf jeden Fall noch voll. Der hier und der hier. Ich werde da wahrscheinlich noch einen Monat dran haben, jetzt halt noch. Und wir schauen einfach mal, wie die Ende Dezember aussieht. Genau. Jetzt kommen wir zu Produkten, die ich definitiv aufbrauchen werde. 7 Produkte. Weil ich sie nicht mag oder weil ich sie nicht anfasse, zu wenig Aufmerksamkeit schenke. Genau, dann kommen wir zu Paletten. Hier habe ich 4 Stück, wo ihr dann entscheiden dürft, welche ich aufbrauchen werde 2024. Das dürft ihr mir dann entweder in die Kommentare schreiben oder per Instagram, per Nachricht. Nagellack dürft ihr auch entscheiden. Da habe ich 4 Stück rausgesucht. Da dürft ihr euch für einen entscheiden. Und bei Blush habe ich 2 Stück rausgesucht. Genau. Aber wir fangen jetzt erstmal mit 2 Putzmitteln an, die ich aufbrauchen will. Die sind staubig, weil ich sie wirklich nur einmal benutzt habe. Und viele werden jetzt die Hand gegen den Kopf schlagen, weil das diese Marke von Provin ist. Ich habe es 1-2 Mal probiert und fand es jetzt nicht besser als andere Putzmittel. Und deswegen stand es dann nur noch rum. Aber die werde ich aufbrauchen nächstes Jahr. Das ist mein Dings. Und vielleicht lerne ich sie lieben. Das ist ja so, ne? Die hier habe ich auch nie angefasst und habe sie lieben gelernt quasi. Also würde ich die jetzt noch in meiner Sammlung noch ein zweites Mal haben, ich würde die regelmäßiger anfassen. Genau. Es tut mir wirklich leid, wie mein Schnupfen. Und jetzt werden wir einfach sehen, wie die sein werden. Und ich werde die nächstes Jahr öfters probieren, anwenden und vielleicht verliebe ich mich ja doch in die Produkte. Genau. Da haben wir einmal Omas Möbel, Wunder und einmal Orangenpower. Genau. Ich muss in meine Nase putzen, tut mir leid. So, Kamera verschoben. Was ich aufbrauchen möchte oder werde, vor allem bei den Jungs eher, ist dieses Seesalz-Mattpaste. Das war meine Limited Edition. Da haben wir einmal reingegriffen bei Leons Haaren. Fand das naja nicht so gut. Und das wird halt aufgebraucht. Es ist bis oben hin voll. Ich werde es bei den Jungs öfters in den Haaren anwenden und dann hoffen, dass es gut ist. Dann 2 Lippenstifte dieses Jahr. Einmal einen helleren und einmal einen dunkleren. Einmal von Catrice, das war eine LE mit Cuella drauf. Ich komme mal wieder ein bisschen näher. Das ist die 020. Der gibt mir einfach zu wenig Farbe. Der ist eher wie so ein Gloss. Und der ist gut voll. Den habe ich ein paar Mal habe ich den ja schon benutzt, aber nicht so oft, wie man sollte. Und deswegen wird der auf jeden Fall aufgebraucht nächstes Jahr. Und ich weiß nicht, wohin damit. Und einmal einen etwas dunkleren, den habe ich auch schon voll lange. Der ist wirklich schön auf den Lippen. Aber ich greife einfach nicht zu ihm, weil ich so ähnliche habe. Das ist die 020 Take a Stand. Von Trend, nicht Trend, P2 noch, genau. Der sieht auch noch gut gefüllt aus. Wie gesagt, man sieht, dass ich ihn ein paar Mal benutzt habe. Es ist ein lila Ton, kommt jetzt leider nicht so gut über die Kamera. Ich guck mal, ob man das sieht, wenn ich es hier
leider nicht. Das Licht ist auch heute wieder so blöd. Ja, auf jeden Fall ist der auch, wird der auch definitiv aufgebraucht worden, so gut es geht. Jetzt, ich mag ihn, aber ich greife halt weniger zu dem, weil ich habe halt dunkle Lidertöne, die besser halten. Genau. Dann werde ich zwei Primer aufbrauchen. Einmal von Essence, Poreless Partner Primer. Den fand ich absolut nicht gut. Der hat meine Poren größer gemacht, so wie der von River Loves Me Primer Matte Poreless. Hat auch meine Poren größer gemacht anstatt kleiner. Die werden nächstes Jahr auch aufgebraucht. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Bei dem bin ich mir wirklich unsicher. Bei dem übrigens auch. Aber wir geben unser Bestes. So, jetzt kommen drei Sachen, wo ihr entscheiden dürft. Wir fangen mal mit dem Blush an. Ich habe extra Blushe genommen, die ich nur ein paar Mal genommen habe. Und nicht welche, wo man schon unten das silberne Schüsselchen sieht. Einmal von Catrice Blushbox Glowing Multicolor, die 010 Dolce Vita. Der ist auch sehr beliebt. Man sieht, ich habe nur ein paar Mal reingelangt. Und dann einmal von Trended Up Power Blush mit Glow-Effekt. Der war auch sehr beliebt eine Zeit lang. 065, also 065. Das sieht aus, als hätte ich den noch gar nicht benutzt, aber ich habe den wirklich ein, zwei Mal benutzt. Genau. Könnt ihr einfach schreiben, Blush, Trended Up oder Catrice in die Kommentare oder wie auch per Instagram. Der dann am meisten mir genannt wurde, den werde ich aufbrauchen nächstes Jahr. So, dann kriegt ihr noch Nagellack. Ich sehe gerade, hier sind drei Stück von Trended Up und einer von Maybelline. Ne, Manhattan. Von Manhattan habe ich den so einen lila Ton. Dann von Trended Up so einen dunklen Fliederton, würde ich schon sagen. Die 182 ist das. Dann habe ich hier Trended Up Malibu Vibes und einmal Trended Up 144. Genau, also da könnt ihr dann auch, wie gesagt, in den Kommentaren schreiben oder bei Instagram entweder Manhattan, Trended Up Blau, wir nennen den jetzt einfach mal Blau, Trended Up Türkis oder Trended Up Malibu. Genau. Das hat letztes Jahr wirklich gut geklappt. Da haben mir sehr viele bei Instagram geschrieben, was ich aufbrauchen soll. Ich glaube, da habe ich auch zwischen zwei Paletten entschieden. Genau. Und ich habe jetzt vier Paletten rausgesucht. Drei sind von Catrice und eine von Essence. Einmal sind alles limitierte Editions, aber ich greife leider nicht dazu. Also lila so, finde ich, ist jetzt nicht meine Farbe. Die Palette war wirklich schön. Könnt ihr da auch reinschreiben. Entweder Essence. Ne, ihr müsst nicht, schreibt einfach Ursula, falls die aufgebraucht werden soll. Das sind, wie gesagt, so lila Töne. Wunderschön. Ich habe die paar Mal benutzt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, dass ich die paar Mal benutzt habe, aber nicht oft. Dann könnt ihr Malifiz auch schön, aber wirklich auch lila und rosa Töne. Ich habe die, glaube ich, auch zwei, dreimal benutzt. Sieht so aus. Dann kommt Queen of Fate. Auch schön. Also da habe ich zwei Töne sehr gern benutzt. Die zwei Töne, den hier und der, richtig schön. Und man sieht, da habe ich auch einmal reingelangt. Ja. Und zum Schluss kommen wir zu Cruella. Und die finde ich sehr, sehr schön. Aber ich fasse leider nicht so oft in diese Palette rein. Ich liebe die eigentlich. Aber ich lasse anderen Paletten den Vordergrund, weil, ja, weiß auch nicht. Die ist auch schön. Also könnt ihr ja mal reinschreiben, welche ich aufbrauchen soll. Dann schreibt einfach den Namen von den Paletten rein. Entweder Cruella, Queen of Fate, Malefice oder Cruella rein. Genau. Wäre eine große Hilfe, wenn ihr das machen würdet. Oder wie gesagt, bei Instagram mir per Direktnachricht schreiben. Und das war's auch schon. Ja, war nur ein kleines Update und halt, damit ihr abstimmen könnt, was ich nächstes Jahr aufbrauchen werde. Genau.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.